Hallihallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute in diesem Video geht es um ein Scheinhaul und ich habe mir ein paar Sachen bestellt, für den Sommer natürlich, und es war auch eine recht große Bestellung, deshalb habe ich mir gedacht, ich zeige euch einfach, was Shein einfach aktuell in seiner Auswahl hat und was es dort so gibt. Ich würde sagen, das ist eine Butterfly Edition, weil vielleicht habt ihr es schon gesehen. Ich habe hier auch schon eine Kette an, die ich bestellt habe. Und ich bin jetzt schon verliebt. Ich habe eigentlich so gut wie es geht, irgendwie bin ich voll auf diesem Butterfly-Trip und habe mir extrem viele Sachen geholt, die mit Schmetterlingen zu tun haben oder wo Schmetterlinge drauf sind. Deshalb würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Ich präsentiere euch die Sachen, zeige euch die einmal so vor der Kamera und dann angezogen. Und wir sehen uns gleich beim ersten Teil wieder. So, ich habe mal den Weitwinkel angeschaltet, um euch die Sachen zu zeigen. Das ist das T-Shirt. Das ist so ein etwas lockeres. Ich werde es jetzt einmal anziehen und drehe es hier zu meinem Schrank. So. Das ist einmal das T-Shirt. So sieht's aus. Also ihr könnt das mit einer kurzen Hose hier so kombinieren wie ich. Vielleicht nicht mit so einer, aber vielleicht mit einer schwarzen oder weißen. Dann mit so coolen hohen Schuhen. Hohen Schuhen habt ihr einen coolen Look. Ja, wie ihr seht, hier steht glaube ich California drauf. Mit natürlich Schmetterlingen, so wie ich euch gesagt habe. Und ja, das ist richtig schön luftig, schön locker. Und sieht richtig cool aus. Also ich glaube, das hat auch nur... Ich glaube 15 Euro oder so gekostet und einfach die Farbe mit diesen Schmetterlingen, ich habe mich direkt verliebt und natürlich passend auch meine Fingernägel. Also Leute, das müsst ihr euch auf jeden Fall kaufen. So, jetzt werde ich das nächste Teil anprobieren und schaue mal eben. Also als nächstes habe ich mir was richtig cooles bestellt, natürlich alles für den Sommer. So einen richtig geilen, coolen Sommerhut. Also der hat glaube ich 5 Euro oder so gekostet. Und der ist einfach mega. Der kommt so eingeklappt, den müsst ihr natürlich dann ein bisschen formen. Oder der formt sich natürlich auch von selbst dann. Aber guckt euch das einfach mal an. Sieht das nicht cool aus? Also hier ist auch so eine Schleife, die kommt am besten nach hinten. Ihr habt auch so hier so eine, wie nennt man das, so ein Teil, damit das am Kopf bleibt, aber das braucht man eigentlich fast gar nicht. Und so sieht es dann aus. Also ist echt mega, mega cool. Kann man mega geil kombinieren. Am besten mit Bikini oder mit einem schönen Kleid und dann im Sommer. Wow, also für 5 Euro so ein mega Hut. Ich habe mich direkt in diesen Hut verliebt und musste ihn direkt mitnehmen. Auch mit der Schleife. Einfach traumhaft und für den Urlaub. Damit ihr alles nachkaufen könnt oder gucken könnt, ob euch das auch gefällt oder vielleicht in einer anderen Farbe wollt ihr das haben. Ich werde euch die Links hier unten reinsetzen, dann könnt ihr euch die Sachen angucken und eventuell nachshoppen. So, als nächstes habe ich mir so richtig coole Haarbänder gekauft. Die sind natürlich im Tiger-Look und ich finde die so cool. Also... Den habe ich einmal in der Farbe und dann in so einem etwas helleren Ton. Also sieht einfach nur mega aus. Und dann dazu die passenden Haargummis. Also einmal einen hellen, einmal einen dunklen. Und ich glaube, ich habe für dieses Set hier 4 Euro bezahlt. Das werde ich euch auch reinsetzen und euch jetzt nochmal getragen zeigen. So, ich habe jetzt einmal auch das Leo-Band angezogen. Ich hoffe, man kann es sehen. Also so sieht es aus. Ihr könnt euch so einen schönen Dutt binden oder einfach einen schönen Zopf oder einen Dutt hier oben am Kopf. Und dann haben wir ja noch diese Bänder, die könnt ihr euch dann praktisch so um den Kopf wickeln. Muss man nur die richtige Seite finden. Und dann hier entweder über die Ohren oder keine Ahnung, wie man es mag. Oh, bisschen durcheinander geworden, aber so. Könnte man das machen oder man zieht
So, man zieht es einfach komplett über die Stirn so. Also je nachdem, wie es einem gefällt. Und ich habe mir gedacht, ich habe zum Beispiel das Problem, wenn ich eingeölt bin mit Sonnenöl, also mit Bräunungsöl, und will mich in Italien sonnen und dann habe ich meine Haare offen, habe ich die Haare einfach so im Gesicht kleben und kriege die da nicht weg. Und dann brauche ich immer irgendwas, so ein Band oder so, was meine Haare so ein bisschen zurückhält. Und gleichzeitig sieht das auch noch schön aus, wenn man das schöner macht als ich hier. Und dann hat man die Haare schön weg und kann sich schön sonnen. Und ja, sieht auch noch schick aus. Kann man bestimmt auch noch anders kombinieren in Kleider, mit Kleidern oder so. Ja, und dieses Bändchen hier, dieses Haarband, finde ich auch mega schön in Leo. Dann machen wir nämlich auch gleich weiter, denn das war nicht das Einzige, was ich mir bestellt habe an Haarbändern. Jetzt kommt natürlich wieder back zu meinen Schmetterlingen. Und zwar habe ich mir hier einmal Haarbänder bestellt in Babyblau und mit babyblauen Schmetterlingen drauf. Leute, was soll ich euch sagen? Ich bin im Schmetterlingsfieber. Ich liebe es. Es sieht einfach so, so schön aus. Das sind einfach Schmetterlinge auf dem Haargummi. Einfach so schöne Schmetterlinge. Guckt euch das an. Allein dieses Haargummi ist schon ein Traum. Alleine, wenn ihr euch das dann um die Haare bindet. Sieht man das? Ich hoffe, man hat es gesehen. Ich kann nämlich nichts erkennen. Also so sieht es auf jeden Fall aus. Und dann auch noch im Babyblau. Und auch noch mit Schmetterlingen. Ich freue mich schon, sie anzuziehen. Ich liebe sie einfach. Und die haben, glaube ich, 2 Euro gekostet, als ich sie gesehen habe. Muss ich sofort mitnehmen. Also kauft euch das mit Schmetterlingen drauf. Ihr werdet es nicht bereuen. Ja, dann natürlich Schmetterlinge. Habe ich diese Halskette gekauft. Die hat, glaube ich, 1,50 Euro oder so gekostet. Und die musste natürlich mit. Und die ist auch mega schön. Die trage ich jetzt für den Alltag. Ist schön schlicht. Aber sieht man trotzdem noch. Und ja, finde die richtig hübsch. Dann habe ich mir natürlich noch eine andere Schmetterlingskette besorgt. Und zwar habe ich mir ein bisschen was eleganteres, kann man so sagen, besorgt. So, einmal muss ich mir eben die Haare. So, einmal habe ich hier ein Fußkettchen mit Schmetterlingen drauf. Guckt euch das mal bitte an. Einfach, wie schön ist das bitte. Das habe ich natürlich auch für den Urlaub, wenn ich nach Italien fahre, werde ich das natürlich anziehen. Und hier sind einfach so schöne, das glitzert so schön und dann noch diese schwarzen Schmetterlinge drauf. Und das ist natürlich eine Fußkette, das sieht man ja. Und dazu, Leute, ich bin richtig eskaliert, habe ich mir die passende Halskette gekauft. Und ich bin so, so verliebt, ey. Die hat, glaube ich, 3 Euro gekostet und die Fußkette, glaube ich, auch so um die 3 Euro. Ich weiß nicht mehr, aber ich setze auf jeden Fall den Link rein. Und so sieht auf jeden Fall diese Kette aus. Schaut euch das mal an. Jetzt habe ich zwar die andere Kette an, aber wartet. Schaut euch das an. Sieht das nicht mega schön aus? Und auch genauso wie die Fußkette, also ist original gleich, kann man also perfekt kombinieren. Ich habe auch schon ein paar Outfits im Kopf, wie ich das machen will. Ja, das ist das Armband, die Halskette und das ist die Fußkette. Also so, so geil. Ich bin so froh, dass ich mir die geholt habe. Und die wird auf jeden Fall meine Outfits richtig geil bereichern, wenn man das so sagen kann. Und die kommen auch immer so schön eingepackt bei Shein. Also wirklich richtig süß, dass da nichts passieren kann. Dass euch die nicht kaputt gehen. Kommen die immer richtig süß eingepackt in diesen Tütchen. Da kann echt nichts passieren und kann sich auch nicht irgendwie in den Klamotten verheddern, weil die da einfach rumfliegen oder so. Die sind echt schön separat alle eingepackt. Richtig toll. So, ich glaube mit Accessoires, das wäre es erstmal. Ah ne, hab's vergessen. Ich habe mir noch die passenden Ohrringe zu der Halskette und zu den Fußbändern gekauft. Die haben, glaube ich, 1 Euro gekostet und
Die sind natürlich schwarz, genauso wie die Kette und das Fußbändchen. Hier ist das Fußbändchen. Seht ihr? Schön passend. Außer die ist Silber und die ist Gold. Ist mir gar nicht aufgefallen, aber ist egal. Das merkt man ja gar nicht. Aber einfach wunderschön. Richtig schön schlicht. Haben 1 Euro gekostet. Perfekt, was will man mehr? So, ich glaube, jetzt sind wir durch mit den Accessoires. Und kommen einfach zum nächsten Teil. Und das nächste Teil ist einmal mein Bikini für den Sommerurlaub. Und zwar kommt das in so einer richtig coolen Tüte, die ihr auch mitnehmen könnt, wenn ihr in den Urlaub fahrt. Ja, sieht richtig stylisch aus. Dort könnt ihr euren Bikini verstauen. Und jetzt kommt einfach das Lieblingsteil meiner Bestellung. Ich habe mich so auf diesen Bikini gefreut, als ich den gesehen habe. Ich bin ja momentan so auf dem Blau-Trip, hellblau, dunkelblau. Und habe hier einfach ein mega Bikini. Ich mache Weitwinkel. Und das ist der Bikini. Der sieht jetzt ein bisschen groß aus. Ich glaube, ich muss den leider auch ein bisschen verkleinern lassen. Weil ich nicht, also das ist zwar S, aber ich bin nicht so riesig. Ich zeige euch den einfach mal. So sieht der aus. Also, der hat vorne so einen richtig schönen Ausschnitt. Hier halt mit den Details, mit diesen goldenen Kettchen und dieser Farbe. Das sieht einfach so traumhaft schön aus. Guckt euch das mal an. Also wirklich, der hat so ein bisschen Push. Ganz, ganz wenig. So eine kleine Platte hier, so ein bisschen. Vielleicht mache ich da mehr rein. Ich bin ein bisschen anders. Und liebe ja mehr Push-Up. Und wenn alles schön eng sitzt. Und der sitzt zu locker, das geht gar nicht. Also da muss ich echt ein bisschen enger machen. Das ist schon S. Also hier steht auch S drauf. Aber der ist mir immer noch zu groß. Das geht nicht. Und ja, so würde das dann aussehen. Ich werde auf jeden Fall Bilder mit dem machen. Wenn ihr mich noch nicht auf Instagram habt, geht bitte auf Instagram und guckt meine Bilder an im August. Glaubt mir, ich werde den anhaben und das nicht nur einmal. So, und das ist meine Unterhose, hätte ich fast gesagt. Ich meine, mein Unterteil, der ist auch ein bisschen zu groß. Vor allem hier hinten, weiß ich nicht welcher, also mein Po passt da nicht rein. Der ist viel zu groß, es kommt alles an den Seiten raus. Ich kann direkt nackig gehen, wenn ich den anziehe. Sieht man eh alles. Deshalb muss ich den, glaube ich, enger machen oder, keine Ahnung, mir irgendwas einfallen lassen. Aber dafür hat man ja Mamas, die nähen können und das ein bisschen enger machen. So. Mal schauen. Auf jeden Fall hat er auch wieder diese Details. Und zwar mit 2 Riemchen. Also gehen die so schön hier hoch. Und man kann die vielleicht auch ein bisschen Highwaist tragen. Ist ja wahrscheinlich auch so. Aber schaut euch einfach diese Details an. Alleine wenn ich das schon im Video sehe und dann mein Nagellack so dazu, werde ich so im Sommer anhaben. Boah, Leute, das wird der babyblaue Sommer. Einfach traumhaft, ja. Das ist mein Bikini. So, den Bikini packe ich auch wieder schön in meine Tasche rein. Werde den auch so dann mitnehmen nach Italien. Und ja, passt perfekt in den Koffer rein. Ihr wisst ganz genau, das ist mein Bikini. Also finde ich, haben die schon cool gemacht. Und ich finde auch mega diese Taschen hier, weil entweder lässt ihr die Klamotten da drin, die ihr gekauft habt, oder wenn ihr zum Beispiel irgendwas habt, wenn ihr in Urlaub fährt oder so und ihr wollt, dass, keine Ahnung, an dem Teil nichts passiert oder ihr wollt eure Sachen cool einpacken, dann könntet ihr alle die Sachen hier einpacken und dann schön so zusammenfalten und verstauen. Ich zeige euch gleich, unter meinem Bett habe ich das schon gemacht, also ist wirklich perfekt. Ja, als nächstes, was haben wir denn da? Haben wir, glaube ich, auch nur noch ein Teil. Reicht ja dann auch. Von meiner Bestellung. Und zwar ist das einmal dieses Kleidchen. Wie soll es auch anders sein? Da sind Schmetterlinge drauf. Und Tiger, alles, was ich liebe. Also so sieht es aus mit so gelben Ärmelchen. So zum Schnüren, damit das hier oben feste bleibt. Ich zeige euch das gleich kurz angezogen. Hat schöne blaue Schmetterlinge drauf. Ist im Tiger. Ich dachte, wenn ich zum Strand gehe oder so, werde ich das anziehen.
So sieht das getragen aus. Also ich zeige euch das mal. Hier ist mein Chaos. Also so sieht es getragen aus. Ihr könnt das natürlich hier enger schnüren, so wie ihr das gerade braucht. Und es geht ungefähr bis zu den Oberschenkeln. Ja, und ich dachte mir, für den Sommer ist es perfekt. Keine Ahnung, ist jetzt nicht zum Rausgehen, aber wenn ich zum Strand fahre oder wenn ich einfach am Chillen bin, irgendwo hingehe, es sieht irgendwie süß und sexy aus und hat Schmetterlinge. Von daher musste es mit und ist auch noch Tiger und ich liebe Tiger. Und hat gut gepasst mit den ganzen Outfits, deshalb. Also ich werde auf jeden Fall mega coole Looks damit posten. Und werde die natürlich auf Instagram posten. Wenn ihr mir da noch nicht folgt, folgt mir auf jeden Fall, wenn ihr ein bisschen was sehen wollt, wie ich diese Klamotten im Sommer präsentiere. Und ja. Ja, und ich finde dieses Oberteil oder Kleid richtig, richtig schick. Und hat, glaube ich, auch nur 8 Euro oder so gekostet. Also bei Shein findet wirklich jeder alles. Alles für seinen Geschmack. Jeder, der es verrückt liebt, der es klassisch liebt oder der es einfach nur normal, also Basic-Sachen haben möchte, der findet dort alles und deshalb liebe ich es und ich habe jetzt schon so oft dort bestellt, es kommt pünktlich an, die Ware kommt vernünftig an, kommt schön eingepackt an, kommt relativ schnell, jetzt nicht super schnell, aber in 1-2 Wochen habt ihr eure Sachen. Wenn irgendwas ist, man kann mit denen schreiben, ihr kriegt euer Geld zurück oder euch werden die Sachen neu zugeschickt, wenn irgendwas kaputt gegangen ist. Von daher kann ich das wirklich nur empfehlen und man findet wirklich alles. Also ich würde sagen, ich bin für den Sommer ausgestattet. Ich habe meinen Bikini, ich habe meinen Hut, ich habe Accessoires, ich habe ein Kleid. Natürlich sind das nicht die einzigen Sachen, die ich mitnehmen werde im Urlaub, aber ein bisschen habe ich schon was geshoppt und ich freue mich auf jeden Fall mega. Und ja, wenn ihr diese Looks sehen wollt, wie ich die kombiniert habe, wie ich mein Bikini angezogen habe oder wenn ihr denkt, diese Stirnbänder, zu was hat die das angezogen oder so, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen. Dort werde ich auf jeden Fall immer sowas posten. Ich liebe ja Outfits, Bilder und ich liebe es, Bilder zu machen. Von daher werdet ihr dort immer etwas Neues sehen von mir und immer Outfits sehen, die euch vielleicht inspirieren. Deshalb, wenn ihr wollt, folgt mir gerne auf meinen Kanal. Auf Instagram, ihr könnt mir gerne, einfach irgendwo hier oben ist ein Link, könnt ihr einfach draufklicken oder auf meinen Banner klicken, dort seht ihr auch mein Profil und einfach mir folgen auf Instagram, dann verpasst ihr auch nie etwas. Und ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ich hoffe, euch haben die Sachen genauso gefallen wie mir. Vielleicht ist ja das ein oder andere Teil dabei, was euch selber gut gefällt und was ihr auf jeden Fall auch haben möchtet oder so unbedingt nachkaufen möchtet. Oder ihr seid genauso wie ich im Schmetterlingsfieber und möchtet auch genau dieses Kleid oder diese schönen Schmetterlinge auf eurem Haargummi haben. Dann könnt ihr hier unten alles nachshoppen. Ich werde euch das verlinken, die Klamotten. Und ich hoffe, euch hat mein kleiner Haul gefallen. Das war ja mein erster Haul und vielleicht eventuell auch nicht mein letzter, wenn dieser gut ankommt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Hattet Spaß mit zuzugucken. Euch sind vielleicht ein paar Ideen eingefallen, was ihr auch unbedingt kaufen möchtet. Und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video.